Liebe Freundinnen und Freunde, antisemitische Exzesse sind im Milieu der deutschnationalen schlagenden Burschenschaften keine Seltenheit. Zu den Unterhaltungskünstlern, die bei der Wiener Olympia auftreten durften, zählte der mittlerweile verstorbene Waffenbruder Michael Müller. Zu trauriger Berühmtheit gelangte dieser durch die Umdichtung des Schlagers von Udo Jürgens mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Müller machte daraus, Zitat, mit 6 Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an, bis 6 Millionen Juden, da bleibt der Ofen an. Als in den 60er Jahren ein jüdischer Friedhof in Innsbruck verwüstet wird, werden 2 Burschenschafter als Täter ausgeforscht. Bei einem wird das folgende Gedicht gefunden, das am Biertisch offen vorgetragen worden war. Es beginnt mit den folgenden Zeilen, Zitat, der einzige Feind, den es wert ist zu hassen und ihn unter Umständen auch zu vergasen, ist doch nur der ewige Jude. Und mit Zeilen wie diesen geht es weiter, Zitat, die Zeit wird bald kommen, darauf ist Verlass, da man ihn zum letzten Mal setzt unter Gas. Vor ein paar Jahren erklärte der Sprecher einer Münchener Burschenschaft, um die Shoah werde zu viel Tumult gemacht. Die Verbrennung der Juden sei eine wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen und mit dem Mord in den Gaskammern habe er keine Probleme. Liebe Freundinnen und Freunde, wir dürfen nicht zusehen, wie Männer aus diesem Milieu unser Land regieren. Also tut etwas in euren Familien, in eurem Freundeskreis, werbt für Solidarität, für Menschenrechte. Darum bitte ich euch. Details und Belege in dem neuen Buch von Bestsellerautor Hans-Henning Schasach, Stille Machtergreifung, Hofer, Strache und die Burschenschaften, ab Ende August im Buchhandel.